Ja, grüß euch, liebe Weinfreunde. Willkommen mal wieder zu Werner Vino, heute mit Gast. Herzlich willkommen. Ja, Werner hat es mal wieder geschafft, in den Würzburger Keller zu kommen. Und hast dir gleich was Schönes rausgesucht. Ja, interessante Sache, hoffe ich. Ja, Rheinhessen. Alzheim. Alzheim, eigentlich auch einer von den etwas größeren Orten, die mit Wein zu tun haben in Rheinhessen. Und das Weingut ist das Weingut Balzhauser. Ehrwürdiges altes Weingut, schon die 9. Generation. Also der Johannes, der im Moment das Weingut leitet, der ist schon in der 9. Generation dort. Also so seit 1700 noch was machen die dort Wein. Lange Tradition auf jeden Fall. Ja, 10 Hektar Rebsorten, Weiß Riesling, Weißburgunder, Grauburgunder, Chardonnay. Rot machen sie ein Portugieser, ein Cabernet Sauvignon und ein Spätburgunder. Ja. Probieren wir bald alles durch, oder? Mit. Nee, wir machen heute nur Weiß und nur Burgunder. Ah, gut. Weil ich dachte mir, wir könnten auch mal hier ein bisschen mehr Grauburgunder zeigen, weil das ist irgendwie, keiner mag mehr Grauburgunder. Ja, unter anderem Namen funktioniert es wesentlich besser wahrscheinlich. Genau. Pinot Grigio läuft dann wahrscheinlich besser. Also Ruhländer würde wahrscheinlich auch nicht laufen. Nee, schwierig. Österreich vielleicht wieder eher. Ja, heute haben wir zwei Weine. Einmal Grauburgunder, einmal Chardonnay. Mal schauen, wie die beiden sich so schlagen werden. Wir fangen mit einem Grauburgunder an. Das ist der Grauburgunder Gutswein von Johannes Balzhäuser. 12,5 Alkohol. Recht human. Für Gutswein eigentlich ideal, nicht zu viel Alkohol. Genau, die Gutsweine bei ihm sollen auch eher so ein bisschen trinkig sein. Von der Charakteristik her. Dankeschön. Bitte. Grauburgunder. Ja. Für 16 hat er noch ein bisschen Frucht. Ja, hat ein bisschen Reifenote aber auch. Mhm. Also, ja. Sollten wir mal probieren. Zum Wohl. Zum Wohl. Merkt man sofort Grauburgunder. Ja. Also, na, schon ein bisschen mit Honigmelone. Deutlich, finde ich. Hm? Also, was richtig Süßes, eben die Melone. Ja. Trocken ausgebaut, also 5 Gramm Säure, 6,8 Gramm Restzucker. Also für Rheinhessen ist das. Ist aber trocken. Eigentlich gut gemacht. Von Säure-Süße-Verhältnis. Ja. Schöne Trinkigkeit, was Kräftiges, was Kräutriges, was Würziges ist auch dabei. Wobei die Melone schon stark dominant ist. Also ist übrigens gar nicht so weit von meinem Zweck. Das ist wirklich einmal durch Mainz durch und schon seid ihr da. Wäre mein Trip wert. Ja, und Tour Rheinhessen steht noch aus. Machen wir. Also, schöner Ortswein. Ja. Also, ist noch nicht bei den 40, finde ich. Knapp drunter. Ja, aber wie gesagt, dieses ja, Liebliche von der Honigmelone, wo wirklich dominant durchschlägt. Ja, Essen. Das Begleiter muss ein bisschen aufpassen durch diese Süße. Mhm. Aber sonst ein richtig schöner Trinkwein. Ja, also ich würde sagen, auch der schmeckt vielen Leuten. Ja, auf jeden Fall. Also der ist echt trinkfreudig. Ja, also echt nicht verkehrt. Zudem, dass er jetzt doch schon 2 Jahre in der Flasche mindestens ist, ja, ist der eigentlich ja, wirklich auch gut. Weil oft ist es ja so,
gerade bei den niedrigeren Kategorien, dass sie doch relativ schnell getrunken werden sollten, aber macht ihnen überhaupt nichts aus, also ist echt angenehm. Preislich muss man vielleicht noch was sagen, 87 bis 8 Euro sowas in dem, um den Dreh bekommt ihr das so ab Weingut. Also vollkommen okay. Ja, also ich fand den jetzt nicht verkehrt. Nee, hat mir geschmeckt. Ja. Zweiter Wein heute. Wir gehen jetzt in die Ortsweinlinie. Wir haben hier ein Alzheim Chardonnay. Chardonnay, eine von den großen Burgundersorten. Ich glaube sogar die meist angepflanzte Sorte auf der Welt. Ja. Deutschland eher nicht, aber... Nee, in Deutschland nicht, aber auf der Welt auf jeden Fall. Jahrgang 2016 auch wieder. Gespannt, auch 12,5 Alkohol. Hat auch was Kräutriges. Ein bisschen was Exotisches. So eine Mischung, so ein bisschen grüne Kräuter und so exotische Frucht. Kommt aus dem Halbstückfass, 40 Jahre alte Eiche. 40 Jahre alte Fässer. Ja. Die Eiche wahrscheinlich deutlich älter. Ich glaube, wir wussten, was dem eins. Ja. Ja klar, aber 40 Jahre Eiche wäre jung für Holzfass. Eiche. Also für eine Eiche wäre das jung, ja. Wirklich auch sehr schön. Also auch von der Viskosität ein bisschen kräftiger, würde ich sagen. Und von Aroma feingliedrig, finde ich. Also man findet verschiedene Sachen, wo dann so mehr durchstechen. Hier kommt jetzt wirklich die Banane. Im Mund finde ich jetzt schon. Banane. Ja, Litschi so ein bisschen. So eine, in Anführungszeichen, weiche Frucht. Macht auch Spaß, finde ich. Ist andere Richtung. Ist da ja auch eine Spur trockener. Also der hat jetzt von der Säure her, ist also ähnlich wie der erste, so 5,9 Gramm Säure, aber vom Restzucker ist er bei 4,5 Gramm Restzucker. Das ist schon deutlich weniger als der erste. Merkt man schon ein bisschen, aber ist auch noch sehr ausgewogen. Also auf jeden Fall Säure betonter wie der erste. Ist natürlich vorteilhaft auch für die Lagerfähigkeit. Ja, also ich finde den Chardonnay schön. Gefällt mir noch eine deutliche Spur besser als der Grauburgunder am Anfang. Ist wahrscheinlich aber auch ein bisschen andere Preiskategorie vermutlich. Naja, 10 Euro. Ja, 2 Euro. Also finde ich wirklich richtig schön. Das Weingut hatten wir ja schon mal vorgestellt. Und wenn ich mich nicht ganz täusche, hatte ich damals... Guts Chardonnay, Guts Riesling und das Kälbchen. Das ist so seine, die Top, der Top Riesling vom Weingut. Und die waren auch durch die Bank alle gut. Das ist gut. Und die sind jetzt bis jetzt die zwei, die wir haben, auch sehr trinkfreudig, einfach ausgewogen. Macht Spaß. Also auch von der Trinklaune her. Kann man da überhaupt nicht meckern, wirklich top. Macht Spaß. So, jetzt müssen wir noch die beiden Weine bepunkten. Was sagen wir, probieren sie nochmal? Ja, würde ich auch sagen. Erstmal nochmal den Grauburgunder. So. Der ist schon schön. Also auf jeden Fall. Schöner Meloniger Grauburgunder.
Schöne Farbe auch. 7 Euro, 7,50 Euro. Wäre jetzt so knapp unter den 40, so bei 38. Ja, denke ich, kommen wir ganz gut hin. Ist halt so ein schöner Speisenbegleiter, Einstiegs-Grauburgunder, 38 Punkte. Und mit der entsprechenden Süße in Anführungszeichen durch diese Melonennote, also die wirklich dominant ist, also finde ich bei dem, aber schöner Wein ansonsten. Wo würdest du noch drunter sehen? Nö, also 38 vollkommen, also ja. Weil er doch wirklich ein schöner Wein auch ist. Zweiter Wein. Nochmal. Der Chardonnay. Auf jeden Fall, wenn wir einen direkten Vergleich so kurz hintereinander nochmal haben, deutlich blasser von der Farbe her. Liegt auch ein bisschen an den Trauben, weil du weißt ja, die Grauburgunder, die sind ja fast so, ja wie, leicht violett, kann man sagen. Violett-grau, je nachdem, ja. Also von dem her bringen die mehr Farbe mit natürlich. Ich finde den Chardonnay bedeutend schöner. Da kommt halt die Floralnote deutlich mehr zum Vorschein. Also ganz schöner. Nicht so auf die Süße betont, sondern eben auf das Feingliedrigere. Ich glaube auch eine Rebsorte, die für den Klimawandel bei uns in Deutschland und in Franken auch ein bisschen interessanter werden könnte. Ja, auf jeden Fall. Ja. 41? Ja, so in dem Bereich habe ich auch doch gehabt. 41, solide, guter Wein. Ja, ich glaube, 17 und 18 waren noch ein bisschen interessanter. Ja, auf deutlich, also deutlich Wärmereale nochmal gewesen als 16. Ja. Und könnte durchaus noch interessanter für uns am Gaumen auch noch sein. Aber der 16er hier schon echt eine gute Liga, finde ich. Ja, also auf jeden Fall kein Fehler, wenn man sich da was kauft, auch im Hinblick 17, 18, wo nochmal interessanter waren das Jahr. Aber genau. Wie gesagt, das ist. Und ich glaube, so Burgunderbereich Rheinhessen, da ist er schon eine Hausnummer und ist auch in der Generation Riesling übrigens, in dieser Vereinigung dabei. Also, na, ist interessant dann, ja. Ja. Wir lassen uns da jetzt noch was gehen. Was Wir haben ja noch irgendwas da. Genau. Ja, in diesem Sinne, macht's gut. Bis bald. Servus. Servus.